Die Praxampod-Gesellschaft. Laut diesem Buch aus Taroea gibt es eine Verbindung zwischen dem Schattenmann und einer Vorführung, die Jeremy irgendwo in New Orleans besucht hat. Wahrscheinlich kann ich da drin die Adresse finden. Vielleicht. Ich habe schon wieder die lustigen Viechers gehört. Von der anderen Seite verschlossen. Ja, nun, warum auch nicht? Es wäre ja auch zu einfach gewesen, uns hier nicht durch die ganzen tollen... Oh. Ich glaube, ich habe ihn gerade die Eingeweide weggehauen. Ganz rein zufällig. Gut, das... Warte mal. Gibt es hier irgendwie was unter Gameplay oder so, Tutorials? Die können wir mittlerweile ausmachen. Weil die kommen immer wieder mal rein und, guten Tag. Super. Okay, Maschinengewehrpatrone. Okay, okay, okay. Was haben wir hier noch? That's interesting. So, warte mal, können wir die ja schon mal nehmen. Das heißt, dass wir früher später noch ein Maschinengewehr finden werden. Dann können wir ordentlich ratatatatata machen. Ratatata. Durchrattern und so. Mal, konnten wir in dieses Gebäude hier rein, zufälligerweise? Nee. Ich habe trotzdem auch immer noch so das Gefühl, dass manche Nahkampfgegenstände mehr Schaden machen als andere. Das kann aber auch nur augenscheinliche Wahrnehmung sein. Ich nehme hier mit. Oder nehmen wir doch eher ein Paddel. Paddel mir ein. Komm. Wir paddeln den Gegnern ein. Au! Ich habe so das Gefühl, er wollte uns einpaddeln. Aua! Au! Das tut weh. Schluss mit paddeln. Kauf dir dein eigenes Boot. Oder ein eigenes Paddel. Es muss einen anderen Weg da reingeben. Ja. Gucken wir mal. Wenn dann von der anderen Seite halt. Wo müssen wir noch? Heilung. Und nochmal Heilung. Wie viele von den Viechern hier halt auch sind, ne? Kannst du keiner erzählen. Vor allem, es gibt ja einen Erfolg dafür, dass man hier halt... Mit meinen bloßen Händen kriege ich das auf keinen Fall aus dem Weg. Aber wenn ich diesen Kran zum Laufen kriege, sollte es funktionieren. Ja, ich auch. Danke, dass du sagst. Aber ich brauche den Schlüssel. Ja. Können wir kurz darüber reden? Der hat sich gerade schon wieder übergeben. Ich glaube, er sollte weniger trinken. Gut, dann versuchen wir mal auf die Rückseite zu kommen gleich. Von dem einen Gebäude da.
Weil ich habe so die Befürchtung, dass es da eventuell auch weitergehen könnte. Und wir dann so gesehen über die Kanalisation ins Hauptgebäude kommen. Das ist zumindest so eine Vermutung. Mal, wir tauschen mal wieder gegen Hammer. Weil Hammer ist einfach Hammer. Ja, hier ist aber auch abgeschlossen. Können wir hier? Warum nicht? Okay. Ja, brauchen wir doch einen anderen Weg da rein. Übers Dach. Wäre auch eine Option. Wie? Schrotflintenpatronen sind voll. Wem willst du denn das erzählen? Man kann nie genug Schrotflintenpatronen haben. Okay, hier haben wir den Kranschlüssel. Vor allen Dingen, wenn Olle Knochenbärt hier vorbeikommt. Lass mich nochmal kurz reingehen. Hallo? Willst du mich bitte rauslassen? Das wäre sehr liebesgewürzig. Haben wir sonst was? Nee, ne? Nee. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal den Kranstart klar. Aber ich bin falsch gelaufen. Weil... Da so und so. Hier lang. Super. Müssen wir es jetzt... Ah ne, brauchen wir nicht. Der dreht es einfach weg. Das war's. Ja, prinzipiell schon. Aber, ja. Bisschen Bierball spielen. Beziehungsweise, ich weiß immer noch nicht so ganz, was die Viechers darstellen sollen hier. Keine Ahnung. Hau mal rein. Also ich muss ja sagen, seit Dark Souls 3 mag ich ja Kanalisation sowas von nicht. Beziehungsweise bei Bloodborne waren Kanalisation eigentlich auch schon meh. Und Elden Ring hat das ganze Trauma jetzt nicht unbedingt verbessert. Und Resi 2 und 3 haben dann deutlich dazu beigetragen, dass ich mir dann tagsüber doch eine Hab-mich-lieb-Jacke anziehen muss. Was machst du hier? Kann ich dich so da sitzen lassen? Was war das? Ich weiß nicht, ob ich hier sein möchte. Nee, hau mal ab. Ich glaube, ich muss doch nochmal zurück und mir das austauschen. Gegen... Boah, war es eine Schaufel? Nee, gegen den Rohr. So, Kahnby hat jetzt eine Klempnerei aufgemacht. Muss das Sniffelstück austauschen.
Wir müssen da lang. Ist eine Leiter nach oben? Sonst irgendwas hier? Ah. Ich hätte vielleicht nochmal genauer an den Enden gucken sollen, oder? Aber nicht, dass da noch irgendwie irgendwas rumfliegt. Ja. Das ist eine Truhe. Wie kommen wir da hin? Gehen wir nicht über, so wie wir gelaufen sind. Es klingt hier nicht sonderlich viel besser. Ich bin im Lagerhaus. Das Büro ist sicher oben. So, ich hoffe, ich war noch nicht voll gewesen. Hier steht ziemlich viel Heilung rum. Ich weiß nicht, ob es mich beruhigen soll. Oder sollte. Was können wir mit der Trompete machen? Okay, scheinbar nichts. Ich habe ja so die Befürchtung, dass da noch so ein Knochenbernd vorbeikommt. Ist das ein Schürhaken? Ist das ein Schürhaken? Nehmen wir einen Schürhaken. So, nichtsdestotrotz müssen wir da irgendwie... Ach, guck mal. Ja, irgendwie hier einfach langlaufen. Was haben wir hier? Eine Tommy Gun. Hey, so eine wollte ich immer schon mal ausprobieren. Sag mal, mit kein Trommelmagazin. Was haben wir da unten? All seine Dinge. Unsere Schiffe wurden am Dock überfallen. Alle von seinen Gegenständen wurden sichergestellt. Aber Blut ist vergossen worden. Mehrere Männer wurden in den Mississippi getragen und dort von jenen ertränkt, die in den Tiefen leben. Alle Gegenstände sind geliefert und quittiert worden. Jetzt sollten die Papiere gut verwahrt werden. Und links liegt Pein, rechts Leere. Weiß ich nicht. Ob das so gut ist. Und hier haben wir noch einen Safe. Können wir hier zufälligerweise... Also ich habe jetzt noch nicht irgendwie gesehen, wegen der... Hm.
Hast die Antwort darauf muss ja prinzipiell irgendwo entweder hier oder im Lagerraum Haus sein, weil sonst habe ich noch nicht so wirklich irgendwas gesehen. Warte mal. Vorhin gab es. Irgendwie war Kanvi nach New Orleans zurückgekehrt. In die Nähe der Docks. Er konnte das stechende Aroma des Mississippi River riechen. Vor ihm lag die Prex Importgesellschaft. Laut dem Buch in der Bibliothek sollte er dort drin die Adresse finden, an der Jeremy das erste Mal auf den Schattenmann getroffen war. Hm. So, warte mal. Anhaltende Schulden, das. Buch, seid ihr da? Tagebuch? Nein. Große Bibliothek. Mal getragen, um dort von jenen ertränkt, die in tiefem Leben. Alle Gegenstände sind geliefert und kütiert worden. Jetzt sollten die Papiere gut verwahrt werden. Links liegt Pein. Rechts die Leere. Willst du zurück, so musst du dich dem Hass stellen. Also es hat Pein, Leere, Hass. Gibt es irgendwie eine Assoziation dazu hier? Zufälligerweise? Ich glaube aber fast nicht, ne? Ja, das wäre einfach nur Rätselraten. Das wäre einfach nur Rätselraten. Ich gehe nochmal eben drunter. Fällt spontan nichts ein, ne? Ja, damit wird es, denke ich, auch nichts zu tun haben. Ich eher nicht so. Also ich gehe mal von aus, es muss irgendwas mit links, rechts. Außer es sollte wirklich so einfach sein, in links, rechts. Und dann, tja. Wäre halt, das letzte wäre halt eine große, große Frage. Können wir hier eigentlich wieder zurück? Könnten wir? Wir freuen uns vollste Gesundheit. Suche nach der Adresse. Ja.
Ich habe ja immer noch die Vermutung, dass das da drinnen liegt. Achso. Irgendwas übersehen. Zufälligerweise. Warum liegen hier eigentlich so viele Zangen rum? Aber was heißt so viele? Ist ja nur eine Zange. Aber warum liegt hier überhaupt eine Zange? Nee, hier habe ich jetzt aber auch nichts gesehen. Irgendwas. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir jetzt einfach wieder zurücklaufen zu den Docks. Aber nun gut. So, das war die Dingensflasche. Gehen wir mal wieder runter. So, nur noch der da drüben. Aber gefühlt hört sich das so an, als ob hier mittlerweile mehrere unten wären. Beweg dich, Edward. Sonst kommen die Scherenhände. Gut, das Ding ging jetzt aber, also von der Haltbarkeit her, nicht so. Okay. Hier sieht es allerdings auch noch nicht so aus, als ob wir hier irgendwie großartig weiterkommen. Ne. Guten Tag. Wie schön, dass du hier stehst, Knochenbernd.
Noch einer. Nein. Ah, Hilfe. Ja, auf. Lass das. Ich habe mich selbst in die Sackgasse manövriert hier. Weg mit dir. Hau ab. Tschüss. Ich mag niemand. Was haben wir hier? Gut. Jetzt die Frage aller Fragen. War das jetzt einfach nur... War der Rauch schon voll, ne? Okay. Was heißt hier okay? Irgendwas übersehe ich tatsächlich, denke ich. Oder nehmen wir den hier? Ja, wir nehmen den, den Vorschlaghammer. Oh, den Vorschlaghammer. Kommen wir hier eigentlich wieder zurück? Ich weiß nicht wohin. Ja, ich auch nicht. Wie gut, dass wir da schon zu zweit sind. Die Frage wäre, wären wir hier rausgekommen? Heißt es nicht eigentlich planlos in Seattle oder sowas? Aber ich bin irgendwie gerade sehr planlos hier. Oh, guck mal, was haben wir hier? Jolin Stocks Pier Nummer 11. Öffnen. Ja, das ist das Gebäude. Links, das dürfte eine Lagerhalle sein. Der Kanalisation gibt es einen Tunnel, der direkt unter die Prex Import Gesellschaft führt. Ja, ach, ich wette, da waren wir schon. Da waren wir schon. Aber... das hat mir jetzt erstmal noch nicht so weiter geholfen. Zumindest nicht so wirklich. Und interessanterweise, trotz dessen, dass wir da jetzt Karte haben und da irgendwie was von Kanalisation. Ja. Von daher, es muss was mit dem Ding zu tun haben. Bloß, ich habe halt noch nicht so ganz raus, wie wir auf die Kombination halt kommen. Ja, was machen wir hier oben eigentlich? Da habe ich gerade absolut keinen Plan. Hier haben wir nur Steine zu werfen. Da hinten kommen wir halt auch nicht weiter. Ja, dann wieder ab, ab. Hopp, hopp, Rinnenkopf.
Hier haben wir auch nicht. Wir können halt nur hier rüber. Ich würde ja eigentlich gerne hier so weiterlaufen, aber geht halt nicht. Gut. Ich hätte ja schon fast gedacht, dadurch, dass uns da so ein Knochenbären entgegenkam, dass wir dann halt wieder so richtig wären. Aber, ja. Dem war dann wohl halt nicht so. Leid der. Da hatten wir auch nicht. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Selbst geschaffen. Könnte man sagen, selbst schuld. Oh, lass mich hoch. Gut, gucken wir doch noch mal. Haben wir hier irgendwas Unauffälliges, Auffälliges? Was uns mehr oder weniger It's a very good question. Warum ist hier eigentlich Blut dran? Wir können sogar hier runterspringen. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich das wollen würde. Haben wir zufälligerweise die Karte noch? Können wir die... Nee, hier, Karte. Ansehen. Geht es noch größer irgendwie? Nee, nicht so ganz. Ja, nun.